Hurra, meine Damen und Herren, die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,2% gewachsen. Das ist eine gute Nachricht für Habeck und für Scholz und vielleicht auch für Lindner bei genauerem Hinsehen. Allerdings, ich weiß nicht, ob Sie das in den Nachrichten auch gesagt bekommen, ist das totale Stagnation, denn wir haben die Abwärtsrevision des Vorquartals um minus 0,2%. Jetzt sind wir dann in diesem Quartal, also im dritten Quartal, um plus 0,2% gewachsen, minus 0,2% und plus 0,2% ist 0,0%, also totale Stagnation, und all das ist kein Zufall, ist nicht alleine Schuld der Regierung Habeck-Scholz-Lindner, sondern natürlich auch viel auf Versäumnisse, Fehleinschätzungen der vergangenen Regierungen zurückzuführen. Aber diese Regierung macht es noch schlimmer, weil sie Narrativen folgt, die einem Faktencheck nicht standhalten, und diesen Faktencheck will ich jetzt mal machen angesichts der Tatsache, dass wir heute etwa auch Zahlen aus den USA bekommen haben. Die amerikanische Wirtschaft um 2,8% gewachsen. Schwamm drüber, die Amerikaner rechnen das ein bisschen anders, aber unstrittig ist, dass hier eine andere Dynamik der Fall ist. Hier sagt man seitens der Politik und seitens der EU auch, aber vor allem durch Wirtschaftsminister Habeck, wir müssen der Wirtschaft vorgeben, was zu tun ist. Man will ab 2035 keine Verbrennerautos mehr zulassen, all diese Dinge, und sagt damit der Autoindustrie, ihr müsst jetzt E-Fahrzeuge bauen, wenn nicht, dann habt ihr ein Riesenproblem. Jetzt werden dummerweise diese E-Fahrzeuge nicht richtig verkauft. Dann heißt es, ja, ihr habt ja viel zu spät auf E-Mobilität umgestellt. Aber das Ganze funktioniert nicht. Wie ich gleich zeigen werde, kann gar nicht funktionieren. Denn die Chinesen können konkurrenzlos billig mit staatlichen Subventionen diese ganze Geschichte bauen. Deswegen stimmt das alles nicht, kann das nicht hinkommen. Und wir starten mal zunächst mit dem Tratsch und Knatsch innerhalb der Bundesregierung. Neue Eskalationsstufe, so heißt es da in der Welt, im Ampel-Clinch. Da hat man ja teilweise Dinge gemacht, die nicht abgestimmt waren. Der Scholz trifft sich mit Industrievertretern, der Lindner trifft sich mit Mittelstandsvertretern, der Habeck weiß auch von nichts, wurde nicht informiert. Also das ist natürlich ein totales Tohuwabohu, und es geht das Gerücht, dass bald Schluss ist mit dieser Ampelkoalition. Es wäre vielleicht für alle und vor allem für Deutschland das Beste, wenn das nicht mehr funktioniert, denn wir haben ein Problem mit der Wirtschaft, nicht nur Deutschland, sondern auch die Eurozone, und das ist auch kein Zufall. Hier sehen wir, die Schweiz ist aus Corona super rausgekommen, Industrieproduktion geht deutlich nach oben in der Schweiz und in der EU, und in Deutschland geht sie nach unten. Wir brauchen vielleicht, wie diese Grafik hier zeigt, viel mehr Regulierung, damit diese schwache Wirtschaft wieder viel besser wird. Wir müssen also weiter und noch stärker in die Wirtschaft eingreifen. Oder genau das glaubt nämlich der gute Robert Habeck, der ja seiner Lieblingsökonomin Mariana Mazzucato folgt, diese Italo-Amerikanerin. Die meint, dass letztendlich die großen Innovationen wie das Internet durch den Staat gekommen seien. Das allerdings ist absolut widerlegt. Und der gute Rainer Zittelmann hat sich die Mazzucato mal vorgenommen und gezeigt, dass eben dieses ganze System nicht funktioniert. Die klügsten Köpfe, so hat einst Ronald Reagan gesagt, sind in der Privatwirtschaft und nicht in der Politik. Das sehen wir derzeit. Wir haben ja auffallend viele, die irgendwie keinen Abschluss haben, die noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, aber das große Sagen haben in der Politik. Und hier will ich mal beispielhaft einen Faktencheck machen am Beispiel des guten Volker Quaschnik, einer der führenden Narrativerzähler der grünen Energiewende, der sagt, also wir haben es doch verpennt und übrigens schlimmes Hochwasser in Spanien, Klimakrise, gell, und wenn wir jetzt nicht und so weiter, dann kennen Sie diesen Sermon, und der würde jetzt zum Beispiel unter die Top 100 Hauptstadt Wissenschaftler gewählt durch den Tagesspiegel, und ich zeige mal, wie top diese Entscheidung ist durch diesen oder für diesen guten Volker Quaschnik. Der hat nämlich zum Beispiel heute einen Tweet abgesetzt, wo er sagte, also Lindner würde ja behaupten, Deutschland hätte bei der Energie- und Klimapolitik einen kostspieligen Sonderweg gewählt, aber China baut 18 mal so viele PV-Anlagen wie Deutschland und lässt prozentual viel mehr Autos zu. Unser Problem ist, dass wir den Anschluss verlieren. Aha, also hier China als Vorbild, die machen es richtig, sagt also der gute Herr Quaschnik. Nur, er verschweigt, dass Deutschland ja jetzt Kohle raufgefahren hat.
weil man die Atomkraft abgestellt hat. Und das ist ein bisschen anders in China. Die haben nämlich seit 1981 87 Reaktoren, Atomreaktoren, Atomanlagen in Betrieb. 30 weitere werden derzeit gebaut und 2022 und 2023 wurden dann 10 neue genehmigt. Also schon der Vergleich hinkt, denn die Chinesen setzen weiter massiv auf Atomkraft. Die bauen auch sehr stark alternative Energien aus, gar keine Frage. Die haben eine starke E-Fahrzeuge-Industrie schon, weil eben die Luftverschmutzung in Peking und Shanghai so dramatisch war, dass man praktisch in diesen Großstädten gar keinen Verbrenner mehr kaufen kann. Das macht ja auch durchaus Sinn. Aber China setzt eben weiter auch massiv auf Kohle. Hier sehen wir die Leistung der in Betrieb genommenen Kohlekraftwerke zwischen 2000 und 2020, dann gibt es da weit und breit nichts, was auch nur annähernd an China herankommen würde. Also China wirklich so ein Vorbild, Herr Kwaschnik. Und dann sehen wir auch mal zum Beispiel die CO2-Emissionen zwischen 2005 und 2020. Da sehen wir USA und auch Deutschland rückläufig. Und China jetzt nicht so ganz rückläufig, Indien auch nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja klar, gut, China ist ja auch ein Stück weit noch ein Entwicklungsland oder ist noch nicht so lange industrialisiert. Aber hier sehen wir mal den Fuel Consumption, also das, was die Chinesen an Fossilen verbrauchen. Und das geht massiv weiter nach oben, während es in Deutschland latent nach unten geht. Da kann man sagen, ja gut, aber der einzelne Chinese, gell, der verbraucht auch doch viel weniger. Nein, CO2-Ausstoß pro Kopf ist in China höher als in der Eurozone, Tendenz weiter nach oben gehend, in der Eurozone weiter nach unten gehend. Und so leisten wir uns, wie Herr Trittin, der hier im Bild ist, mit der guten Ulrike Herrmann, eine sehr, sehr teure Eiskugel. Der sagte ja einst, der gute Jürgen, also kostet eine Eiskugel, nicht wahr? Ja, wenn also Eiskugeln so teuer sind, dann haben wir schon eine Hyperinflation, möchte ich sein. Also das ist so ein bisschen heftig und wir sehen jetzt eben diese Probleme in der Autoindustrie, sodass jetzt, um Kosten zu sparen, VW schon fast überlegt, mal ein Rad einzusparen, wie Sie hier in dieser Grafik sehen, meine Damen und Herren. Aber insgesamt haben alle großen Autobauer, die nicht aus China kommen, ein Riesenproblem. Toyota hat ein Riesenproblem. Autoabsatz minus 4,4%, Volkswagen minus 2,8%, auch Hyundai, die Koreaner, minus 1,6%. Und alles hat einen Namen, das China-Syndrom, weil einfach diese Firmen in China nicht mehr so viel verkaufen, weil die Chinesen günstiger produzieren können, auch besser ihren Markt einschätzen können. Was wollen die Leute? Komfort im Auto, Entertainment im Auto und so weiter und so fort. Und Volkswagen, das Symptom der deutschen Krise, hat natürlich auch ein Problem. Man verkauft etwa den neuen Polo für 35.000 Euro, aber ein Bandmitarbeiter verdient 70.000 Euro. Ich gönne ihm jeden Euro, aber das muss sich natürlich auch irgendwie rechnen. VW zahlt Gehälter, die einfach zu hoch sind. Die Autos sind dafür dann zu teuer, gerade was China betrifft. Und China, der Erfolg in China hatte das kaschiert, was vielleicht schon länger ein Problem ist. Volkswagen hatte ja mit diesem Santana einen unfassbaren Erfolg in China und konnte die ganze Geschichte dann zwischenfinanzieren durch diesen Erfolg in China. Gleichzeitig aber jetzt eben ist man in der Situation, dass die Dinge sich zum Negativen drehen. Jetzt fordert die Gewerkschaft mehr Lohn und sagt, ja, also wir müssen doch jetzt hier mehr Geld haben. Gleichzeitig sagt die EU, aber ab 1.1.2025 müsst ihr wahrscheinlich 5 Milliarden Euro an Strafe zahlen, weil ihr eben zu wenig E-Autos gebaut habt. Ihr müsst mindestens 15% eurer Autoverkäufe müssen E-Verkäufe sein. Das schafft der Volkswagen nicht. Also jetzt kommt der nächste Druck, nicht nur aus der Belegschaft, die sagen, ja, wir haben Inflation, wir wollen höhere Löhne und übrigens wollen wir auch weniger arbeiten, gell? Und jetzt kommt die EU und sagt, müsst ihr Strafe zahlen. Ja, also in der Lage von VW möchte ich jetzt nicht sein. Und das Ganze, das vor dem Hintergrund, dass eben hier mal die üppigen Länder gezeigt werden, die alle den Verbrennermotor ab 2035 verbieten. Und da sehen wir, also fast alle dunkelblau sind die, das ist Europa und dann nur ein bisschen Kalifornien, gell, das war es dann schon, das ist sozusagen die grüne Allianz, der Rest macht einfach so weiter. Ich habe überhaupt nichts gegen E-Fahrzeuge, gerade in der Stadt, aber den Leuten zu sagen oder der Wirtschaft zu sagen, hier nur noch E-Fahrzeuge, fossile ist No-Go, das geht nicht. Und unser zweites Problem, meine Damen und Herren, ist damit verbunden. Hier sehen wir mal in dieser
dieser Grafik diejenigen, die sozusagen für den Staat arbeiten. Das geht immer weiter nach oben. Die mittlere Linie in der linken Grafik ist die totale Population, also die Bundesbevölkerung. Und rechts unten sehen wir diese rote Linie. Das ist die Zahl derjenigen, die in der Autoindustrie arbeiten. Immerhin noch um und bei 900.000 Leute, aber wir haben heute auch die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland bekommen und wir sehen Aufbau im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst, Pflege und Soziales. Das sind die Top-Jobbringer. Das ist alles wichtig und alles richtig, vor allem Pflege, vor allem eben Gesundheitswesen, aber kostet halt erstmal Geld und bringt jetzt erstmal nicht so viel Geld, also ist nicht zu vergleichen rein, was die betriebswirtschaftliche Komponente für den deutschen Staat betrifft oder die volkswirtschaftliche genauer gesagt, wenn ich ein Auto baue und das dann verkaufe, zum Beispiel nach China oder in die USA oder in der Eurozone. Genau das ist das Problem und ganz unten sehen wir Metall-, Elektro-, Stahlindustrie, verarbeitendes Gewerbe und so weiter und so fort. Wir sehen also, dieser Trend, der ist deutlich abwärts gerichtet und jetzt hat, gestern war es, glaube ich, der Chef der Internationalen Energieagentur gesagt, der über Deutschland, der erste Fehler war natürlich die totale Abhängigkeit von Russland, speziell bei Gas. Das kann sich letztendlich kein Land erlauben, weder ein kleines noch als noch ein großes. Der zweite Fehler war der Atomausstieg. Deutsche Atomkraftwerke liefen so zuverlässig wie Schweizer Uhrenwerke. Man kann ja sich für etwas entscheiden und sagen, gut, also jetzt drehen wir oder jetzt nehmen wir kein Gas mehr aus Russland, aber dann ist es vielleicht nicht so schlau, auch gleichzeitig die nächste wichtige, konstant arbeitende Energieproduktion praktisch abzuschaffen und insgesamt hier mal zum Beispiel eine Grafik, die zeigt, 90% des Plastikmülls in den Weltmeeren kommt aus 10 Flüssen, 5 davon sind in China, Herr Quaschnik. Also die Chinesen sind ein absolutes Vorbild, gell? Also da müssen wir unbedingt nacheifern. Das einfach mal so eine Grafik, die Sie wahrscheinlich in den deutschen Medien dann eher nicht sehen. Aber wir haben heute diese Zahlen bekommen. 0,2% optische Täuschung, weil, wie gesagt, das Vorquartal um minus 0,2 nach unten revidiert wurde. Ich bin gespannt, ob das heute in der Tagesschau oder in anderen deutschen Medien erwähnt wird, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld hier anmerkt. Aber wichtig ist auch, dass die Arbeitslosenquote wieder gestiegen ist in Deutschland. Jetzt 6,1%. Steigt weiter kräftig. Wir sehen keine Herbstbelebung hier. Wir haben jetzt mal hier die Vergleiche zwischen 2019 und 2024 und haben jetzt saisonal das höchste Niveau in diesen Jahren, in diesem Jahr 2024. Und Volkswagen und Konsorten haben ja noch nicht mal mit den Entlassungen begonnen, die gleichwohl aber wahrscheinlich angekündigt sind. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema. Die Inflation geht wieder nach oben, schon aufgrund der Basiseffekte, weil diese günstigere Energie jetzt aus dem Vergleichszeitraum rausfällt, sodass die Inflation im Oktober von 1,6 auf 2,0% gestiegen ist, erwartet eigentlich nur 1,8%. Und das bedeutet, wie Berenberg Economics zeigt, dass es wohl mit einer großen Zinssenkung im Dezember nichts werden wird. Und Isabella Schnabel-Lehner, die deutsche Bundesbankerin, hat schon gesagt, also ich bin für einen graduellen Zugang oder eine graduelle Herangehensweise an die Zinspolitik, das ist Notenbankersprech und heißt nichts 0,5er Senkung, sondern 0,25, also nicht das, was sich die Märkte erträumt haben. Und das hat auch den DAX so ein bisschen genervt. Hier sehen wir das, der war ja kürzlich noch bei über 19,6. Jetzt haben wir heute zwischenzeitlich sogar mal an der 19,2er Marke geknabbert. Volkswagen lustigerweise ist Top-DAX-Wert, trotz der heute veröffentlichten Zahlen, aber das war dann irgendwie auch schon im Kurs drin. Wir sehen solche Werte wie Infineon, aber vor allem SAP auch mit minus 2,1%. Ist da vielleicht auch ein bisschen Trump-Angst dabei, denn wir sehen dazu gleich mehr, dass der Trump hier durchaus nicht so schlechte Chancen hat. Aber wir haben noch ein anderes Land, nämlich UK, das jetzt auch sozialdemokratisch regiert ist, das mal eben massive Steuererhöhungen jetzt beschlossen hat, weil man ein leichtes Budgetproblem hat. Und all das dürfte dazu führen, dass wahrscheinlich die Mieten in UK, in Großbritannien weiter ansteigen. Wir sehen das, weil die Anleihemärkte sagen, nicht wirklich solide, was hier passiert. So hat man zum Beispiel jetzt
die Schuldenaufnahme erhöht in Großbritannien. Jetzt sind die Renditen, die Kapitalmarktzinsen für britische 10-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Also das hat so ein bisschen in den Anfängen ein Liz Truss-Echo. Die wurde ja rausgekickt, mehr oder weniger, durch die Anleihemärkte. Und für Europa insgesamt, auch für die Briten, könnte es schwierig werden, wenn Sir Donald kommt. Und hier haben wir mal jetzt einen Vergleich, 30. Oktober 2024, 2020 und 2016, was die Wahlen betrifft. Und weitgehend liegt in den Bundesstaaten nach abgegebenen Stimmen laut Wählerregistrierung, nicht alle diejenigen, die jetzt ihre Stimme schon abgegeben haben, sind registriert, aber es haben schon über 50 Millionen Amerikaner gewählt. 2020 war Biden klar vorne. Wir wissen, dass es dann doch relativ knapp geworden ist. 2016 war Clinton weitgehend vorne. Sie ist es dann doch nicht geworden. Also muss noch nicht so viel heißen, aber das Momentum zuletzt hat für Trump gesprochen. Wir sehen hier, es ist jetzt so teuer wie schon lange nicht mehr, nämlich wie seit 2 Jahren nicht mehr, sich gegen den Dollar zu hedgen, angesichts dieser, zu erwartenden Turbulenzen möglicherweise. Und wir sehen, dass es einen Gleichlauf gibt zwischen dem S&P 500 und den Marktwetten, dass Trump der nächste US-Präsident wird. Und er hat heute wieder einen kleinen Sieg errungen, denn der Supreme Court hat geurteilt, dass hier Non-Citizens nicht wählen dürfen, also nicht amerikanische Staatsbürger, also diejenigen, die nicht amerikanische Staatsbürger sind. Die Demokraten wollten das, weil sie sagen, oh, damit vertiefen wir die Spaltung der Gesellschaft. Die Republikaner haben gesagt, no way, also praktisch juristischer Sieg für die Republikaner. Auch das könnte sozusagen angesichts der Knappheit dieser Geschichte vielleicht das Zünglein an der Waage sein. Und die Democrats sind ein bisschen nervös, jetzt hier Berater und andere Demokraten sagen, Harris hat es nicht geschafft, ihre ökonomische Botschaft nach oben, nach vorne zu bringen. Und Ökonomie ist das Thema schlechthin, vor allem die gestiegenen Preise sind das Thema. Das ist ein Warnsignal. Jetzt hat ein sehr renommierter Wahlforscher, der praktisch immer richtig lag, gesagt, also er erwartet sogar einen Erdrutschsieg. Er hat wirklich gesagt, ich fürchte einen Erdrutschsieg der Republikaner, also alle Präsidentschaft, Abgeordnetenhaus und Senat. Und wenn das passieren würde, dann wäre das vielleicht für die Aktienmärkte gar nicht so gut, vielleicht kurzfristig gut, aber mittelfristig nicht gut, denn das würde bedeuten, dass der Trump machen kann, was er will, wenn es denn wird. Und wenn gleichzeitig Senat und Abgeordnetenhaus auch noch republikanisch ist, dann kann man gespannt sein, was da rauskommt. Das dürfte dann ganz schön heftig werden mit steigenden Kapitalmarktzinsen, denn auch der Donald ist kein Freund von fiskalischer Haushaltsdisziplin. Im zweiten Teil des Marktgeflüsters schauen wir uns ein paar irre Grafiken an, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen schon mal versprechen. Und die Märkte warten ja auf Microsoft und Meta. Und ich habe hier etwas dabei, das Sie interessieren wird, da bin ich sicher. Der Link zum zweiten Teil wieder unter dem Video. Ich sage Servus, bis gleich.